Österreich ist eines der spannenden Wahlgebiete. Eine Woche nach dem Video, einen Tag vor der Vertrauensabstimmung im österreichischen Parlament. Der österreichische Rundfunk hat verschiedene Institute beauftragt, heute eine Wahlnachbefragung durchzuführen, die weniger präzise ist als eine klassische Prognose, trotzdem aber die Richtung anzeigt. Danach darf Kurz, österreichische Volkspartei, mit 34,5% als Wahlsieger gelten. Gut 7 Punkte Zugewinn gegenüber der Wahl vor 5 Jahren. Die SPÖ etwa beim gleichen Ergebnis, 23,5. Die FPÖ mit geringen Verlusten gegenüber der letzten Wahl, 17,5. Die Grünen 13,5. Die linksliberalen Neos 8,0. Und die grüne Abspaltung jetzt 2,0. Spannend ist aber der Blick auf die letzten Vorwahlumfragen und das heutige Trendergebnis. Denn daraus lässt sich erkennen, inwiefern die Diskussion um das Ibiza-Video die politische Situation am Wahltag heute beeinflusst hat. Schauen wir uns zunächst die ÖVP an. Bis letzte Woche lagen ihre Werte bei maximal 30%. Die 34,5% sind also ein deutlicher Sprung in der letzten Woche. Verloren hingegen hat die SPÖ, die sich bisher in Sachen Vertrauensfrage nicht eindeutig positioniert hat. Zuletzt 27, nun 23,5% und erwartungsgemäß Einbußen für die FPÖ, die zuletzt bei etwa 23% angegeben wurde, nun aber auf 17,5% absagt. Nicht ins Bodenlose, aber doch mit deutlichen Spuren. Das stärkt Kanzler Kurz den Rücken vor dem Misstrauensvotum morgen. Zurück nach Hamburg.